Um mit dem Panther von Level 1 auf Level 2 zu kommen, müssen wir 5 Gegner mit einer Feuerwaffe töten und 2 Gegner heimlich töten. Das lässt sich ganz herrlich miteinander kombinieren. Ja, wie du siehst, ich habe einen neuen Skin. Zeige ich mal ganz kurz. Hier, sieht ein bisschen Terminator-mäßig aus. Ich wollte aber einfach mal diesen, wie nennt man das, Cross-Throw-Holster oder so, wollte ich einfach mal benutzen. Habe ich noch nirgends benutzt, da dachte ich mir, benutze ich das mal hier. Leider zieht er die Waffe nicht daraus, sondern immer noch aus dem Holster am Bein, aber was soll's. Und auch die Division MP5, die habe ich auch noch nie genutzt. Deshalb nutze ich die jetzt auch mal. So, ein Gegner heimlich getötet, wunderbar. Und ja, da hinten haben wir noch einen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Waffe ist, wie weit die schießt und so weiter, wie der Bullet Drop ist, keine Ahnung. Ist schon... Ist halt eine Nahkampfwaffe, ne? Ist eine MP. Das waren 2 Gegner heimlich. Fehlen nur noch 3 Gegner allgemein, insgesamt. Und dann haben wir's. Kisten looten. Und Gegner töten. Was will ein Ghost Recon Spieler mehr? Außer vielleicht taktisch vorgehen oder so. Kann ich jetzt nicht darüber über kleine Hindernisse klettern, die nur knöchelhoch sind. Das möchte ein Ghost Recon Spieler vielleicht auch noch. Na, guck mal, da haben wir noch 2. Zack. Und da fehlt nur noch einer. Und da oben will ich. Ja, komm. Und damit haben wir die Herausforderungen der ersten Stufe geschafft und sind jetzt auf Rang 2. Nice.